Jo moin, im heutigen Clash Royale gibt es ein OP-Deck, was kein Skill braucht. Gute Kombi, wir springen rein. Let's go. So Leute, erstes Game hier. Ich bin gespannt, was der Gegner hier clashen wird. Dieses Deck, es ist sehr, sehr einfach zu spielen. Und es ist so unfassbar stark. Ich würde sagen, wir chillen erstmal, zappen den Turm. Und selbst wenn der Gegner Rakete habt, ihr habt halt diesen Raketenbait mit den Sparky. Und gleichzeitig noch mit den Eber. Das heißt, wenn der Gegner Sparky-Rakete spielt, er einfach Ebers Riese an die Brücke mit dem Zap. So funktioniert das Business. So. Ich würde sagen, es gibt einen Sparky. Und jetzt bin ich gespannt, was er machen wird. Hier Lightning das. Ja, leider kriegt der Bay wieder eine gute Value. Aber es geht klar. Also er kriegt ja kein Tower Damage. Die Nado-Predict von ihm hat jetzt irgendwie gar nicht geklappt und wir kriegen eine Flawless King Activation. Ich glaube, er wollte irgendwas predicten und wirklich Nado so underrated gegen Minipack und Ghost. Ihr könnt Flawless den King Tower machen und das hilft natürlich extrem viel. Sieht nach einem Golem-Deck aus. Ich würde sagen, wir sperren mal Ebers an die Brücke, weil er nicht viel hat gerade dagegen. Hier hat ein Bomber. Der ist One-Shot. Oh, ich habe den Zap um eine Sekunde gefailed. No! Okay, trotzdem ein Eber-Upset. Junge, er muss halt Bomber plus Nightwish wasten, ne? 6 für 6 plus Zap 8. Okay, trotzdem sollten wir noch eine ganz gute Situation. Ich würde sagen, es gibt einen Sparky nach hinten. Ich bin gespannt, was er jetzt macht. Hier ist Mega Min nervt tatsächlich und der Lightning. Das nervt tatsächlich ein bisschen. Das gibt eine Elektromagier. Hier Lightning das. Giant. Überhaupt, das ist genau was ich meine. Wir baiten die Spells raus. Zap. Oh, der Ebab! Wir müssen Nadoen. Okay, macht er nicht. Das sieht sehr, sehr gut aus. Okay, Fokus, Fokus, Fokus. Ich gehe damit Giant Bridge. Zap. Und noch nicht It. Das ist noch nicht. Aber jetzt sollten wir das Game gewonnen haben. Feuerball kommt, G2 Replay. Geiles Game, ihr habt es gesehen, dieses Deck. Es ist nicht unbedingt schwierig zu spielen, aber es ist unfassbar stark. Also wenn ihr nicht gut in Game seid, Deck tut fast nicht so viel Skill, braucht natürlich das Deck gelevelt habt, ist das Deck, was ihr spielen wollt. So, nächstes Game. Hier spielt hinten, Zap drauf, bin gespannt, was er spielt. Wenn er jetzt Spark geht, macht, haben wir ein Problem. Aber er spielt sehr, sehr viel Bridge-Spin, deswegen bin ich mal confident, dass er es nicht macht. So, Spark in the bag. Hat er Bock? Can a card in the bag? Okay, ich bin gespannt, was er macht. Genneka tankt 2 Hits. Komm, Kollege Sparky. Wir pushen jetzt rein. Ich bin gespannt, was er macht. Denado, GG's, well played. Das war's. Noch nicht ganz. Aber so gut wie. Das war so gut wie, würde ich sagen. Okay, er kriegt der Bandit Connection. Aber ich würde sagen, wir versuchen einfach noch einen weiteren Push aufzubauen. Okay, guter Damage von ihm. Müssen wir ihm lassen. Wir geben ihm Respekt. Shelly, ich habe nicht damit gerechnet, dass er noch einen Ivis in seinem Deck hat. Okay, noch nicht gewonnen. Wir sollten nicht den Tag vor dem Abend loben. Sparky nach hinten. Okay. Giant. Oh.
Oh nein, was macht er denn? Der Sparky. GG's, Girls Game. Was soll er tun? Der Sparky hat irgendwie alles getötet. Der Feuerball. Und ich glaube, das Game hat er verloren. Spielt er noch weiter? Komm, gib doch einfach auf, mein Sohn. Gib doch einfach auf, Sparkynado. Ist halt so eine OP-Kombi. Er hat EUS, er kann trotzdem nichts tun, weil E-Buffs einfach komplett OP sind. Er hat keinen großen Spell. Ich kann einfach Sparky E-Buff spammen. Ich kann einfach Sparky E-Buff spammen. So OP, Mann. Das ist ein Witz. Okay. Das, meine lieben Freunde, war's, glaube ich, mal komplett GG's well played. Er kann nichts tun, Leute. Er kann einfach nichts machen. Nächstes Game. Noah Iglo. Viel Glück an Noah Iglo. Ich bin mal gespannt, was er hier spielen wird. Was er hier aus Parkett clasht. So, geil. Geil. Richtig geil, Junge, okay. Das ist irgendwie gar nicht geil. US. Ich glaube, meine Chessie E-Babs. Ich glaube, wir unterschätzen seinen Golem-Push vielleicht aber auch. Gib mir eine Sekunde. Ich muss mich noch entscheiden, was passiert. Tornado. Die Angst, die war da. Not gonna lie. Okay, ich dachte vielleicht, dass wir ein bisschen mehr Damage bekommen. Ewas brauchen, glaube ich, einen Buff. Die haben wirklich nicht so viel Damage am King gemacht, wie ich gedacht habe. Die kleinen Keks. Okay. Interessant, was er jetzt macht. Heal Elixir gewastet. Der Giant ist halt komplett dran jetzt an seinem King Tower. Er hat den Cage komplett gefailed. Feuerball drauf. GG's well played. Kann nichts tun. Gutes Game. Das Deck ist halt wirklich easy und braucht kein Gehirn. Und ihr gewinnt eigentlich jedes Game damit. Außer der Gegner hat jetzt komplett einen Hard-Counter oder... Keine Ahnung. Also, das Deck scheint mir ein bisschen zu stark zu sein. Nächstes Game. Krusty. Good luck. Mal schauen, was er spielt. Wahrscheinlich Golem und ich bin mal gespannt. Mal schauen, ob wir noch einen weiteren Sieg bekommen könnten. Das wäre auf jeden Fall cool. Hier ist Bild rein. Links wäre nicht so viel gegen Luft, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht nur in E-Wiz. Das könnte ein bisschen problematisch sein, weil er spielt mit Mega Man Baby Dragon. Sparky. Hier Sparky kriegt auf jeden Fall jetzt schon mal gute Value. E-Buffs rein. Hier spielt noch rein, er wird versuchen King anzumachen. Okay, er macht so. Wurm ist down. Geil! Das darf ich nicht auf YouTube zeigen, das Deck. Jeder wird jetzt dieses Deck spielen. Ich hab's euch gesagt. Das Deck. Dieses Deck, Junge. Nächster Sparky. Wir haben Sparky E-Buffs. Wir haben Sparky. Seid ihr Lightning? Ja, guter Lightning, ne? Nein. Schlechter Lightning. Schlechter Lightning. E-Buffs kommen an die Brücke bei 6x hier. No way. Er kann sich defenden. Die E-Buffs rein. Wir können jetzt Lightning wieder. Soll er tun. Der Golem kommt. Ich weiß nicht, ob der Golem so gut war, weil der Spark 2 ist auf dem Golem. Der Golem ist eigentlich jetzt schon wieder tot. Wir haben Feuerball selbst, Tornado.
Ja, meine lieben Freunde, das sieht gar nicht gut aus. Ich fahre jetzt auf Sparky Bridge, weil ich es einfach kann. Der Sparky so unfassbar viel Value bekommt, Sepp. E-Bubs. Nado. GG's well played. Kann nichts tun. Abonniert gerne den Kanal für mehr Content. Wenn ihr die besten Decks der Meta erfahren wollt, wie ihr easy im Clash pushen könnt, teilt das Video auch gerne mit euren Freunden. Würde mich supporten. Würde mich über jeden Support freuen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. FSK 18 Video ist auf jeden Fall da. Ciao.